Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute mit einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Ja, Stürmi Supermarkt wächst wieder, nachdem ich ja aus Versehen das Safe Game gelöscht hatte, ist es wieder ziemlich weit vorangeschritten hier. Wir sind wieder hier ziemlich weit nach da gerückt und nach da. Und zwar habe ich ja am Samstagabend gestreamt. Wir haben da hinten das freigeschaltet, das Stückchen. Wir hatten drei Lizenzen gekauft. Wir hatten die zwei Auffüller eingestellt und wir hatten nochmal einen Kassierer eingestellt. Also war ziemlich wild in dem Stream. Vom Spielen her. Vom Chat her war es ziemlich leise. Ja, ich muss mal gucken, was ich bestellen muss. Ich weiß nicht mehr. Wir sind jetzt bei 2196 Dollar und haben jetzt ein Supermarkt-Level von 24 wieder. Ja, Toilettenpapier fehlt. Ich muss mal gucken, was ich hier schon auf der Liste habe. Ich habe hier doch schon was drauf. Kartoffelsack, okay. Dann machen wir jetzt zweimal Toilettenpapier. Einmal davon. Wie sieht es hier aus? Mehl habe ich jetzt mal hier ein bisschen mehr gemacht, weil das immer andauernd leer geworden ist. Aber hier sieht alles okay aus. Holen wir mal hiervon noch zwei. Wie viel habe ich denn hier davon? Drei. Eins, zwei, drei. Hier ist alles voll. Hier könnte man noch eins bestellen. Hier könnte man auch noch eins bestellen. Ah, ne. Okay. Hat er gerade aufgefüllt gehabt. So, hier mal noch eins. Wie viel habe ich hier davon? Drei. Wasser. Okay, einmal. Da war er. Ah, ne. Warte mal. Ich habe hier noch Wasser, sehe ich gerade. Okay. Hat sich erledigt. Milch habe ich jetzt hier auch mal doppelt gemacht. War auch andauernd leer, zum vor allem diese hier, die 6er Packs. Ja, also Wasser brauche ich auf jeden Fall mal nicht mehr. Wasserflaschen machen wir erstmal raus. Kaufen wir die Kacke mal hier. Oh, was ist denn hier passiert? Ach, geh weg, haben sie nur stehen gelassen. Typen, da rein. So, dann holen wir mal die Ware. So viel ist es ja nicht. So, rein da ins Regal. Ich weiß noch gar nicht, was heute mein Ziel ist. Weiß ich noch nicht. Kohle machen, das ist mein Ziel. Weil an der Kohle hängt es meistens immer. Kartoffeln. Cola. Jetzt habe ich natürlich Cola gekauft. Ich kleiner Honk. Ja, egal. Macht nichts. Hat man halt ein bisschen Vorrat. Kartoffeln. Toilettenpapier. Ja. Also Kartoffeln habe ich hier vier Stück so gemacht und hier auch nochmal viermal Hähnchen, weil das alles so schnell leer gegangen ist. So, das hier da rein. Honig. Ja, es hat sich ganz schön schnell alles wieder entwickelt hier, Gott sei Dank. Kostet zwar Zeit, aber ja. Ist halt mal passiert. Kann man jetzt nichts mehr dran ändern. Kaffee war hier vorne. Nochmal Kaffee. So, rein da. Und noch einmal Kaffee. Das müsste das letzte gewesen sein. Reis. Da. Okay, die roten Nudeln sind schon wieder in dem einen Fach leer. Eins, zwei. Spaghetti ist auch leer. Da habe ich auch nichts mehr hier. Hier fehlt nichts mehr. Hier habe ich noch eine Packung Hähnchen. Okay, dann bestellen wir das mal noch. Ja. Die Spaghetti. Dann die Nudeln noch. Und zack. Dann öffnen wir mal den Laden. So, ich zeige euch mal ein bisschen hier. Ich habe die Kühlschränke jetzt hier so an die Straßenseite hingemacht. Also zur Fensterseite meine ich. So, hier sind dann hier meine Gefrierschränke. Aber das ändere ich noch. Ich mache hier alles doppelt,
Oder will's doppelt man, aber dafür brauche ich erstmal Platz. Ihr seht es ja, ziemlich eng. Ich habe hier so einen Gang gelassen, kann man hier durchgehen. Einmal frei. Ja. Also mir gefällt es wieder. Ich weiß, was hat die nochmal gekostet, die nächste Aufwertung? Ich bezahle erstmal kurz die Rechnung, gucken wir mal. Wachstum. 2600. Ja. Die neue Lizenz kostet 1900 ungefähr. Da wären Käse, Kaffee, Wasserflaschen, Eier, 12er Pack. Was ist das hier nochmal gewesen? Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Brauner Zucker und grüner Tee. Jo, dann warten wir mal, bis der Tag vorbei ist. So, Wachstum einstellen kann ich im Moment niemand mehr. Abschnitt 4 würde 1800 kosten. Also da sieht es auch ziemlich... also hier habe ich noch was frei hier. Hier habe ich noch eins frei. Da habe ich noch eins frei. Aber hier, ja, hier sind auch noch zwei frei. Aber sonst ist alles belegt hier. Was habe ich denn hier eigentlich nochmal? Eier. Okay, die sind voll. Lass ich mal noch hier liegen. So, eigentlich reicht das hier erstmal. Solange sie mir nicht alles wegkaufen. Also es ist jetzt nochmal viel entspannter so arbeiten hier und so spielen. Durch die Kassierer und durch die Auffüller. Herbert, Egon und die Moneys. Money oh Money. Ich könnte auch Money und Honey nennen. Wenn es eine Frau wäre, Honey. Aber leider gibt es hier keine Frauen. Ich weiß nicht, warum es hier keine Frauen gibt als Kassierer oder Auffüller. Verstehe das irgendwie nicht. Gleichberechtigung muss sein. So, ich denke mal, bis wir hier hinten sind, das kann noch dauern. Ja, vor allem hier liegt Müll rum, Alter. Das ist echt der Wahnsinn. Und das Fahrrad steht immer noch hier. Ich weiß nicht, wem es gehört. Ja. So, wie schaut es denn hier eigentlich aus? Er füllt hier schön auf. Hier ist auch noch alles voll. Also klappt sehr gut. Wir haben hier auch noch freie Plätze hier in den Regalen. Aber ich glaube, das kommt ja noch ein Reis, gell? Ein Reis wird noch kommen. Dann werde ich wahrscheinlich hier das hier hochpacken. Und den Reis hier. Oder ich mache den Puderzucker. Ich weiß nicht. Ach, gute Frage. Ich hätte gerne so Regale, wo nur eins so ein Ding ist. Also kein so ein Doppelregal. Sondern wo ein so Vierer-Ding ist. Oder so Aufsteller hier vorne. Wo Magitechs drin sind oder sowas. Dass OP vorbeikommen kann. Ja, das wäre cool. So, wie sieht es denn im Lager aus jetzt? So, Hähnchen habe ich ja noch ein. So, oh, Puderzucker. Da fehlt ja richtig viel. Okay. Dieses, ja, ist noch alles da hier. Dieses Vierer Eier. Oh, 1, 2, 3. Ja. Habe ich hier von der nicht noch? Nee. Hol mir hier immer noch eins. Ja. Gehen wir mal bestellen. Noch kann ich ja bestellen. So, Markt. Und Kofen. Oh, es wird dunkel. Machen wir die Funzel an. So, füllen wir mal alles hier in die Regale rein. So, Nummer Uno. Dann hier Susu. Käse. Dann nochmal Käse. Nein, hierhin. Da haben wir die Bio-Eier, sind das? Okay. Bio, Bio, Bio. Nochmal. So. Dann noch einmal. Zack. Susu. Susu, Susu. Ach, Stepp. Was mache ich denn? Nein! Das hier wegmachen. So. Öl. Öl, Öl, Öl. Ich will immer das Lager schön voll haben. Falls ich denn mal irgendwie was erweitere, dass ich nicht so viel kaufen muss. Somit gibst du zwar viel Geld aus, hast aber dann mehr Reserven. Das ist, ja. Aber wenn du dann so Sachen hast wie Susu oder Mehl, wo richtig extrem viel gekauft wird, dann wird es eng. Grüne Öl. Grün, grün, grün sind alle meine. Keine Ahnung. Kennt das Lied schon gar nicht mehr. Naja, ist auch ein Kinderlied. Käse, kein Öl. Das ist Öl. Öl, Öl, Öl. Ist alles, was ich brauche. Ja, die Turco-Cola und einmal Käse. Okay.
I'm lost. Dann legen wir das mal hier auf die Eier drauf. Auf die Eier. Ist jetzt eine geile Sau. Siehst du, wie die Sau tanzen kann? Auf den... Oh, ich wollte eigentlich die Mod installieren, wo das alles hier schneller geht, aber ich bin da ein bisschen vorsichtiger jetzt mit den Mods. Also ich bin schon zufrieden mit dem Handscanner und so. Und dass man hier sehen kann, wie viel man noch hat hier. Das ist schon okay. So, letzter Kunde verlässt den Laden. Und dann machen wir mal den Tagesende hier. 34 zufriedene Kunden, 8 fanden die Produkte zu teuer, also insgesamt hatten wir 42 Kunden. Eingenommen haben wir 2394 Dollar und Profit hatten wir 1139, somit haben wir ein Guthaben von 3382. So, Viererpack Eier und Thunfisch. Viererpack Eier. 2,50. Machen wir hier mal 3 Dollar. Und Thunfisch. 6,80. 37. Ja, ein bisschen lost. Lost. So, was könnten wir jetzt tun? Wir haben über 3000 Dollar. So, erstmal natürlich Rechnung bezahlen. Das Wichtigste. Wir werden zwar abgezogen, aber ich mache das immer selber. So, wir könnten ja für 2,6 den nächsten Abschnitt. Oder wir warten noch einen Tag ab. Lizenz. Ja, aber da brauche ich ja auch nochmal. Ich glaube, der Käse kommt in den Kühlschrank. Kaffee kommt ins Regal. Wasserflaschen. Kühlschrank. 12er Eier, Kühlschrank. Ach, Macaroni sind das hier. Ach, ja, auch nochmal Nudeln. Dann haben wir hier brauner Zucker und grüner Tee. Grüner Tee. Wo habe ich denn den Tee überhaupt? Da habe ich den Tee. Beim Kaffee. Das würde ja bedeuten... Ach. Ist einfach beschissen. Ich würde hier gerne lieber hier den Wachstum machen. 2,6. Dann hätte ich noch 700, fast 650 Dollar, 660 Dollar. Soll ich es machen? Ich mach's. Drauf geschissen, Alter. So, okay. Es geht jetzt hier entlang. Also, jetzt machen wir es. Ich würde das gerne wieder da hinten hin machen. So, hier in die Ecke. In die Ecke. So. Nächsten Kühlschrank. Machen wir hier sind die Eier und so drin. Das andere sind ja alles Getränke. Die wollte ich eigentlich nebeneinander stellen. So. Weil, wenn man jetzt eine Erweiterung kauft, haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Was mache ich denn hier? Laufe ich hier so umständlich rum? Kühlschrank. So. Ich will das. Ey. Warum? Ich will nicht. Es will nicht. Es macht nicht das, was ich möchte. So. Den letzten Kühlschrank. So. Machen wir hier hin. So. Dann holen wir uns die Truhen. Le Trou. Le Trou. Zack. Ich würde gerne noch mehr kaufen, aber keine Kohle. Keine Kohle, Kohle, Kohle. Hier hin. So. Na. Komm schon. So. Hier bräuchten wir jetzt schon wieder Lichter. Was kostet dann nochmal eins? Aber 4 Stück am besten. Ein Möbel. 40 Dollar, okay. 1, 2, 3, 4. Hofen. Was habe ich denn da jetzt noch? Okay. Keine Ahnung, warum die da drin waren. So, wir machen das hier hin. Warte mal. So. Zack.
Dann den nächsten. Gehen wir mal hier hin. Machen den dahin. Die anderen zwei noch. Ungefähr hier, oder? Ungefähr hier hin. Und den letzten Scheinwerfer. Deckenfluter, egal. Schlampen. Nein, nicht diese Schlampen, aber ich nenne die immer so. So. Jetzt haben wir hier auch Licht. So, was habe ich denn hier jetzt? Fleischmittel. Hoffentlich brauche ich die auch. Ja, okay. Und Toilettenpapier. Cool. Fehlt hier noch ein Toilettenpapier? Hier habe ich, glaube ich, noch genug. Könnte man aber auch noch mal bestellen. Ich weiß jetzt nicht, ob der hier am Auffüllen ist. Mit dem Chrom. Alter. Sieht ziemlich leer aus hier. Was hier rein? Bestellen wir hier nochmal. Eieieiei. Davon. Davon. Hä, warum? Davon einmal. Eieiei. Mehl, ich sag's ja. Die kaufen mir das echt. Gucken, wie das jetzt überhaupt sind. Okay, das war's dann danach. Ich glaube, ich mache hier mal auf, dass ich Geld verdiene. Hoi, hoi, hoi. Das haut ganz schön rein, die ganze Scheiße. Wenn ja noch Dings kommt, Sushi und so, dann ist es richtig hart. Weil das ist richtig teuer. Aber du kannst damit richtig gut Geld verdienen. Da oben. Dann haben wir Apfelsaft. Da rein. Dann hätten wir die roten Nudeln. Zack. Nochmal. Zack. Susu. Susu, susu, susu. Und Shampoo. Shampoo. Was haben wir denn hier noch? Ach, Salz. Salz, Salz, Salz. Nochmal Salz. Noch einmal Shampoo. Die Turco-Cola. Schokopops. Da rein. Als nächstes Reiniger. Müsste noch mal irgendwo ein Reiniger? Jawohl. Dann noch einmal die Handseife. So. Mehl. Was war das letzte? Hä? Ach, noch einmal Nudeln, gell? Genau. Genau. So. Hier können wir wieder bestellen. Wie haben wir hier noch davon? Oh, 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 oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir komplett voll die Kacke. Das ist echt extrem. Die kaufen mir das hier weg. Wie warmes Semmeln. Ja. Gehen wir mal kurz bestellen. Ich hoffe, das reicht noch vom Geld. Nee. War ja klar. So.
Jetzt kann ich bestellen. So. Schoki, Schoki, Schoki. Ich hoffe, die waren nicht komplett leer. Sonst jammern die Kunden rum. Da. Die Erdnussbutter. Normal. Normal! So. Wer kennt den Spruch? Sagt man das Spruch? Normal! Müsste doch einer kennen, bestimmt von euch. Da. Normal. Normal. So, Schoki. Kuchen. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Dahin. Dann noch dreimal Schokolade. Ja, war komplett leer. Und ich sehe schon gerade Hähnchen. Die kaufen mir echt die Bude leer. Furchtbar. So gut für mich, aber naja. Ach du Gott. 1, 2, 3, 4. 1. Was haben wir hier noch? Alles gut. Alles gut. Kurven. Schnell auffüllen. Damit die nicht meckern. So, rein da. Normal. Kartoffeln. Eieieiei. So. Es wird dunkel. Dunkel, dunkel, dunkel. So, ja. Hat jetzt alles ein bisschen was gekostet, ne? Bisschen dumm. Hier. Was kostet nochmal so ein Friertruhe? $400. Boah. Ich würde gerne noch zwei Stück hier hinstellen. Wenn das klappt. Aber sieht ja eigentlich danach aus, oder? Ja, könnte knapp werden. Aber solange ich ja keine Lizenz kaufe, wo noch was reinkommt. Ich könnte höchstens. Warte mal, was? Die nächste Lizenz war ja eigentlich nur für Regal und Kühlschrank. Käse. Kaffee. Wasserflaschen. Also einmal Kühlschrank, zweimal Kühlschrank, dreimal Kühlschrank. Macaroni waren die auch im Kühlschrank? Ich meine ja. Nee, Quatsch, Macaroni sind Nudeln. Brauner Zucker, grüner Tee. Also 1, 2, 3 Sachen und einen Kühlschrank kommen. Okay, da bräuchte ich ja noch einen Kühlschrank eher. Wasserflaschen hier rein. Dann würde ich ja sagen, soll ich einen Doppelkühlschrank holen oder soll ich einen einzelnen holen? Ja. Bückt euch. Da kauf's nicht, du Jockel. Und steh nicht da rum wie so ein dummer Kopf. je. Stehen dann vor dem Ding. Oh nee, mir ist teuer. Ich muss das so teuer machen, dass ich überhaupt mal hier vorankomme. Wenn ich das nicht so teuer gemacht hätte, dann ja. Wäre ich nicht so weit gekommen, so schnell. Ich habe alle Produkte 50 Cent teurer gemacht. Über dem Einkaufswert. So, die letzten Kunden. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Hauen wir das hier schon mal rein. Einmal. So, was fehlt denn hier noch? Hier sieht alles voll aus. Sehr gut. So, Spaghetto.
Achtung. Oh, es ist leise geworden. Also, Kunden sind weg. Ne, hä? Habt ihr geschlafen oder was? Oh, hier Hähnchen mitgekauft. Alter, die sind so scharf auf Hähnchen. Jetzt laufe ich dahin. Kartoffeln einmal. Ja, lauft nur durch mich durch. Genau. Pommes einmal. Pizza, da habe ich irgendwie noch genug. Das Bleichmittel, das wird gar nicht so gekauft. Komisch. Bleichmittel, Bleichmittel. Hier. Vielleicht zu teuer für die. So, ich schließe mal den Tag ab. 26 zufriedene Kunden. 20 Kunden fanden die Produkte zu teuer. Insgesamt hatten wir 42 Kunden. Eingenommen haben wir 2190. Wir haben Profit von minus 1431 gemacht. Jetzt haben wir ein Guthaben von 1800. Nudeln, Butter, Geschirr, Spieltops. Butter. 2,80. 3,30. 3,30. Nudeln. Aber welche Nudeln? Die hier? 3,40, 3,90. Und wo haben wir die? Na, hier nicht. Da. Da haben wir sie. 1940, 1990. Perfekt. Direkt starten und bestellen. Erstmal Rechnung bezahlen. So. Markt kaufen. So. Kaffee. Warum ich jetzt Kaffee? Ach so. Nur weil da zwei Kartons gefehlt haben. Aber ich will das immer schön voll halten. Zack. Ich bräuchte die Nudeln auch bald fast doppelt zu machen. Da oben. Toilettenpapier. Zack. Au, warum laufe ich denn da hoch? Krummbiere. Spülmaschinentabs. Nicht aufmachen, hier rein, so. Typ. Und die Pommes. Orangensaft. Einmal davon. Ah, hier mache ich jetzt auch mal komplett voll. Wie haben wir hier davon? Drei, okay. Eins, zwei, drei. Okay, hier ist komplett leer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, einmal Nudeln. Ah. So, das kostet jetzt bestimmt wieder was. Heieiei. Oh nein. Aber ich brauche mich hier nur noch aufs Einkaufen und Einsortieren konzentrieren. Das ist die Hauptsache. Der Rest machen meinen Sklaven. Dornoi. Lass mich dein Sklave sein. So. Was haben wir hier? Mehl. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Süßigkeiten. Irgendwas ist doch hier leer, oder? Oh nein. Eins, zwei, drei. Wie viel haben wir hier noch davon? 3, 1, 2. Alter! Ich kaufe mir hier alles aus den Händen. Direkt nochmal nachkaufen hier, die Kacke. Noch nicht alles einsortiert und ich muss schon wieder bestellen. Sonst jammern die Kunden rum, das wollen wir ja auch nicht. Wo hatte ich denn das? Ah, hier. So, Honig. Da. Öl.
Nochmal hier. Thunfisch. Dann das hier. Rainer. Rainer. Nochmal Honig. Dann haben wir einmal. Zack. Kuchen. Da rein. Orangensaft. Dann das hier. Da oben hin. Dann nochmal. Zack. Noch einmal. Oder zweimal. Keine Ahnung. Die Butter. Zack. Dann haben wir hier Nudeln. Dahin. Süßigkeiten. Nochmal Süßigkeiten. Ich hatte das auch mit dem automatisch, dass es ins Regal reinlegt. Hatte ich ja auch die Mod gehabt, aber die hat mir da alles durcheinander gebracht. Deswegen mache ich das nicht mehr. Eine Mod ist ja gut und schön, aber sie sollte auch richtig funktionieren. Und nicht hier irgendwie wunschlos irgendwo was reinballern. Das mag ich nicht. Da kam ich ja ganz durcheinander. So. Es wird dunkel. So. Noch 2 Stunden. Dann haben wir ja schon wieder Feierabend. Wir haben 1500 Dollar. Kann man nicht viel mitmachen. Schade, schade. Könnten theoretisch, warte mal, schon mal hier so einen Kühlschrank kaufen, oder? Sollen wir das tun? Ja, komm. Machen wir. So, aber ich muss gucken, wo ich den hinstelle. Das ist ja die Scheiße, ist das. So. Hätten wir den nämlich schon mal. Dann würde ich ja gerne... Ich weiß nicht, soll ich nur die Eier hier rüber machen? Da kommen ja noch die 12er Eier. Milch. Das Wasser mache ich ja hier rein. Oder mache ich... Einmal Wasser so und das andere Wasser so. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es machen würdet. Weil letztes Mal habe ich, glaube ich, hier Wasser und hier Wasser. Also das eine und das andere. Die Eier hatte ich, glaube ich, in so einem schmalen gehabt. Was hatte ich dann hier drin gehabt? Ah, ich glaube, die ganze Kacke hatte ich hier doppelt alles. Ah, ich weiß nicht mehr. Nicht mehr ganz, ganz genau weiß ich nicht mehr. Dann müsste ich auf YouTube nochmal die Videos gucken oder hier auf meiner Festplatte. Ich habe ja noch die ganzen Videos. So, sind jetzt... Oh, 1800 Dollar wieder. 1800 Dollar, wartet mal. Ich habe ja jetzt den Kühlschrank. Gute Frage, oder? Lizenzen. So, einmal Käse, Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank. 1, 2, 3, 4... 4 Sachen für ins Regal. Hier habe ich noch komplett leer. Da habe ich noch was leer. Da habe ich noch was leer. Hier habe ich noch was leer. Da. Könnten wir tun, oder? Aber wir tun erstmal den Tag beenden. Dann ist ja noch ein Kunde hier. Hallo, was machen Sie hier noch? Bisschen verwirrt oder was? Sind Sie aus dem Altersheim geflohen? Ich weiß ja, dass es hier ein Rentner-Supermarkt ist, aber... So spät. Ja, der schafft auch wie ein Rentner hier. Junge, Junge. Aber es gibt nochmal 70 Dollar. Nice, nice, nice. Okay. Tag beenden. Tag 43. So, zufriedene Kunden 31. Produkt zu teuer 13. Mir wurscht. Wir haben fast 2000 Dollar eingenommen. Wir haben Profit von plus 314 Dollar. Guthaben haben wir jetzt 2001. So, Kuchen, Puderzucker und Apfelsaft. Apfelsaft. Das sind dann 320. Puderzucker. Ja, welcher Puderzucker? Ich habe 2. 570. 570. Ne, dann ist es das nicht. Das ist es nicht. Dann ist es das hier. Das hier müsste es sein. Nee, auch nicht. Hä? Okay, dann wird es wahrscheinlich nicht so viel ausmachen. Was war denn das letzte? Ach, ich hab's vergessen. Alzheimer lässt grüßen. Produkte. Susuwa.
runtergegangen. Hey. Da kann aber nicht viel gewesen sein. Apfelsaft habe ich doch gemacht. Ach, Kuchen. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Lauft mir doch nicht anderen vor die Nase. Wo habe ich denn den? Ach, da. I'm losting. 260. 310. Jo. Das war's schon. So, dann würde ich sagen, wir schauen mal. Verwaltung, Rechnung. Erstmal die bezahlen. So, was kostet denn die Lizenz? Oh. Ah, verdammt. Ich dachte, ich könnte es holen. Okay. Nee. Okay. Nein, 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 nein. Oh, hier. 4.400. Ich glaube, das war's dann mit dieser Folge. Wir haben eine Erweiterung gemacht und neuen Kühlschrank gekauft. Hier ein bisschen umgestellt, aber mehr haben wir dann nicht erreicht. Ja, ich muss noch ein bisschen so nebenbei zocken, weil sonst wird das hier nichts. Für manche braucht man ja auch noch diese Supermarkt-Level. Aber hier bin ich ja schon mal. Hier ist schon bei 26, ich bin bei 25, 31, 37, 40. Also es geht vorwärts. Lager könnten wir mal gucken. Vielleicht im nächsten Video oder Livestream mal gucken. Ich mache donnerstags meistens auch noch ein Video. Da würde ich sagen, upsala. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.